Hallo zusammen, das ist der Fabian Unterreger bei Saris trifft, dem Podcast, den wir gehört haben von Gianfranco Saris. Wem sonst? Saris trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Saris. Liebe Leute, ich habe das grosse Glück und es ist eine besondere Ehre, heute den Mann zu treffen, der eigentlich als Arzt, was heisst er eigentlich, er ist Arzt und er ist auch der, der Lachmuskeln vorkützeln kann. Bei mir ist der Fabian Unterreger. Hallo. Hallo Gianfranco. Ich freue mich riesig, wir sind hier beim Zelt. Ja. Was hörst du lieber? Eben, du hast jetzt eingangs gerade gehört, der Arzt, der Comedian ist oder der Comedian, der Arzt ist? Also im Moment ist Schwergewicht in der Comedy, darum wahrscheinlich der Comedian, der Arzt ist. Und Leute unterhalten, Leute in einen guten Zustand überführen, das ist überall das Thema. Auf der Bühne lachen sie nachher, im Spital sind sie hoffentlich zufrieden. Aber die Tournee ist so ausgiebig, dass klinisch arbeiten im Moment gar nicht möglich ist. Gerade will ich sagen, ich meine, das ist ein Doppeljob, oder? Also, ja. Doktor spielen, der Name ist Programm. Genau. Wo kannst du mehr spielen? Auf der Bühne oder schlussendlich? Im Spital. Gell? Nein, es gibt schon Comedy, es gibt enorm viel zu tun. Und wenn du so viele Shows spielst, dann das ist Vollzeit. Und so viel findet halt auch so hinten dran statt, Administration. Heute können die Leute Mails schicken, Anfragen auf irgendwie 40 verschiedenen Kanälen, Facebook, LinkedIn, bla 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 bla. Und das alles einfach administrieren. Es gibt saumässig zu tun. Und wenn etwas nicht beantwortet ist, dann fängt schon der Erste an zu drucken. Sie haben es noch nicht beantwortet. Ich habe sie gestern Abend geschickt. Wieso habe ich verkannt? Und so, das läuft so. Du bist schon mit drin, du bist Imitator, Europameister, habe ich gesehen, 2008, oder? Im Theatersport. Imitieren ist dein Kerngeschäft. Wie bringst du das auf die Reihe, Leute nachzumachen? Ist das eine besondere Gabe, die du hast? Oder ist das einfach Pickelherz-Training quasi à la «Ich gebe mir jeden Abend vor mein Bett eine Stunde am Örgeli»? Ja, nein, eigentlich gar nicht. Also das Kerngeschäft an der Basis ist Stand-up-Comedy. Also Parodien braucht es nicht. Die sind einfach wie so eine Facette, die du ziehen kannst, die andere halt nicht ziehen können. Und Basis sind Pointen, dass du Situationen, Sachen, die die Leute erleben im Alltag und komisch sind, die pflückst und baust sie aus zu einer Nummer und dann kann man die Parodien einbauen. Und mein Kerngeschäft ist auch spontan mit Leuten interagieren, halt vom Theatersport her, so viele Shows gespielt und Spontanität haben viel Angst, aufs Glatteis zu gehen, weil sie ist halt nicht vorbereitet und ich finde das lässig, solche Blöcke in der Show drin zu haben, weil oft liegt Gold dahinter. Die Leute sind überrascht, was dort für Geschichten vorkommen, für Momente, das ist goldig. Und dann haben wir natürlich die Parodien, die die Leute faszinieren und dort, ich muss das eigentlich nicht gross trainieren, ich habe das Schwein, dass mein Hirn so... Das ist so ein bisschen Musikgehör. Ein ausgeprägter Gehörsinn, ja, kann man das sagen. Ist so, überdurchschnittlich ausgeprägter Gehörsinn. Ich habe früher auf dem Klavier Sachen angespielt. Und für mich ist das eigentlich das Normalste von der Welt. Und auch mit der Ukulele, das Gleiche mache ich auch auf der Bühne. Und sozusagen ist einfach das Musikgehör eingesetzt auf Klavier, Ukulele und halt mit diesen Parodien. Und die Leute haben saumässig Freude daran. Es ist grossartig. Ich finde das ja gut. Stell dir mal vor, sie würden das ein Mist finden. Sie finden es grossartig, ich auch. Also es ist Danke. Granate, was ist dein Favorit? Mein Favorit ist natürlich immer noch der Ottmar, oder? Der Ottmar. Ja, so, fällt da der Gianfranco Salis so. Ja, so schade, dass er in der Weltklasse vom Fußball erst jetzt angekommen ist, wo ich nicht mehr in der Nationalmannschaft trainieren, aber er hat sich ein Zeug drüben eng zu machen, auch im Interview. Und darum ist er ein ganz gefährlicher Gegner im Strafraum. Der Weltklasse. Der Roger natürlich auch der ist eine Paradenummer für dich. Ja, das ist so. Und Roger ist sehr eine einfache Parodie. Du musst noch so angefangen reden und schon tönst du noch. Oder? Ich bin extrem froh. Oder? Meine, kann ich da sein? Das ist eine grosse Möglichkeit, mir endlich mal von der Amerika wegzukommen. Oder? Weltklasse. Jetzt mal etwas ganz anderes. Weißt du, mit der Rolle, da bist du immer wieder gefragt. Oder? Und wenn ich dich jetzt so vor mir habe, wie startest du in einen Tag hinein? Ich meine, du hast ein total eng gestopftes Programm. Ja, je nachdem. Also wie starte ich rein? Letzte Woche war TEDx auf dem Programm. Dort habe ich vor 500 Experten eine Show gespielt auf Englisch, eine Stand-up-Show auf Englisch.
Und du kannst nicht gehen vor englischen Leuten oder vor Amerikanern, Engländern trainieren, sondern die gibt es halt da nicht. Und darum musste ich einen Kaltstart machen. Und das war ein grosses Wagnis. Ich bin sehr glücklich, hat das gut funktioniert. Und dort war die Show vorbereitet. Zwei Wochen vorher habe ich ein Buchvernissage moderiert, «Die Kunst des guten Lebens» von Rolf Dobelli. So einen Bestseller. Und damit du dort keine Schuhe rausziehst, habe ich halt auch das Buch logischerweise lesen müssen. Es ist ja nicht immer einfach, Bücher zu lesen, weißt du, was ich meine. Aber man einfach in den Arsch knüffeln. Und jetzt bin ich in der Medizin viel am Publizieren. Das heisst, das gibt es zu tun. Aber was jeden Tag ansteht, ist Administration von Anfragen. Sei es jetzt öffentliche Tournee oder Galas. Und dann heisst es, du musst in die Verhandlungen treten, du musst Verträge machen, was halt ansteht. Aber es ist vielseitig und das ist lässig. Oder nächste Woche steht eine Moderation von so einem Symposium an. Und da gibt es ein paar Gesprächsgäste oder dann hast du einfach so Keynote, Referenten. Ich freue mich sehr. Beispielsweise der Chef von Pilatus. Erdkraft wird dabei sein und ich als Aviatik-Freudige freue mich natürlich sehr auf die Angelegenheit. Also in einem vielseitigen Beruf, fast so vielseitig, wie du deinen hast. Ja, jetzt bei dieser Vielseitigkeit, also definitiv, jetzt, was hat dich angetrieben? Aber weißt, neben dem Medizinstudium, ich stelle mir das pickelhart vor. Ja, das oder? Ist schon pickelhart. Platz frei können schaufeln für die Bühne. Ja. Also weißt du, das ganz ja. Parallel. Ja, nein, ich habe mit der Bühne habe ich das Ganze finanziert. Also ich habe pro Jahr während dem Studium etwa 60-70 Shows gespielt. Und das gibt es zu tun, aber es macht Spass. Und mir fällt Showspielen relativ leicht. Also ich hasse es ja zu proben. Ich gehe relativ schnell vom Publikum. Und ja, da mir ja mit der Impro-Erfahrung einfach das Improvisieren ein bisschen gegeben ist, finde ich das nicht so schlimm. Aber ja, es ist saumässig streng gewesen. Das schlägt keinen Geiss weg. Aber würde ich einfach beide Sachen gerne haben. Zum einen auf die Bühne gehen, Leute unterhalten. Es tut einfach gut, auch zu unterhalten. Und auf der anderen Seite bin ich unglaublich neugierig. Und in der Medizin wird so viel Wissen an den Kopf geworfen, dass ich dort handeln durfte, 6 Jahre lang den Schwamm spielen und das aufsaugen. Und jetzt Hand aufs Herz, was bringt dir mehr? Oder weißt, was bedeutet dir mehr, Menschen zu helfen oder Menschen zum Lachen zu bringen? Ja, indem du die Menschen zum Lachen bringst, hilfst du auch. Also ich sage jetzt nicht, dass da nur Patienten in die Show kommen, überhaupt nicht. Aber es ist einfach, ich sage ja allen per Handschlag Tschüss nach der Show. Und das ist schön, weil du siehst, in welchem Zustand sie sind. Du siehst, wie dankbar, die haben Freude, die finden es lässig, die sind total überrascht, schaut man dort und schüttelt denen die Kehle. Und mir macht das saumässig Freude und das gibt auch viel. Andererseits auch im Spital sind die Leute froh, wenn sie jemanden sehen, den sie entweder schon kennen vom Gesicht oder von der Stimme her. Es gibt Vertrauen und letztlich geht es beiden besser. Aber Comedy, das war etwas, da habe ich nicht geschnallt, dass ich irgendwie mehr Talent hätte als jetzt der Durchschnittsbürger. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich gesehen habe, wie Mühe andere haben, um das Gleiche zu machen. Jetzt, was bedeutet dir Erfolg? Also weißt, du bist ein erfolgreicher Mensch, du bist eben vom Hörsaal über den Publikumssaal bis jetzt zum Speissaal, beim Zelt. Vom Speissaal, ja. Schau, Erfolg ist sehr relativ. Ich glaube, Erfolg ist, je nach wie man seine Ziele definiert, wenn du das Ziel definierst, auf die Rigi hochzulaufen und du kommst auf der Rigi oben an zu Fuss, dann hast du Erfolg. Und ich hatte jetzt nicht das Ziel, dass da 1000 Leute herkommen. Und ich bin umso mehr erstaunt, ist das denn tatsächlich der Fall. Das hat mich sehr gefreut. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es bis in alle Jahre so sein wird. Und darum habe ich natürlich auch den einen oder anderen Notlager im Petto. Ich bin einfach dankbar, ist das so. Und weil ich einfach gefunden habe, ja, Comedy ist gut und recht, aber die Welt hat noch anders zu bieten. Beispielsweise gibt es Medizin, es gibt noch das Geschäftsleben, dann habe ich auch Freude an jungen Unternehmen, an Start-ups, ich habe Freude an Innovation, an Technologie. Und wenn man dort noch ein bisschen tätig ist, dann finde ich das cool. Und das sind alles Sachen, die könnte ich nicht machen, wenn ich das nicht könnte mit der Comedy finanzieren. Und darum bin ich enorm dankbar, habe ich das Privileg. Und der beste Antrieb ist, weißt, wenn ich am Morgen in einem Bus oder in einem Tram hocke oder in einem Zug, die Leute sehen ja sowas von demotiviert und abgelöst aus. Ich bin auch mal einer von denen gewesen.
Und ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, was jetzt da möglich ist. Und dort holst du dir die Nahrung eigentlich für dein Programm? Also dort nerv ich mich manchmal auch den Leuten. Denke, hey, nein, komm, reiss jetzt zusammen, so schlimm ist es nicht. Hast du eigentlich ein Geschenk, jedes Mal, wenn du so einer gegenüber hockt und sagst, hey, jetzt habe ich wieder ein 5-Minuten-Slot, oder? Ja. Für die nächste Sendung auf SRF3. Ja, genau. Oder wenn im Moment ist so ein Fitnessboom, alle Damen laufen mit Leggings von Lululemon rum und vor 18 Jahren sind Leggings völlig verpönt gewesen. Jetzt kann es nicht genug viele Leggings haben und es ist spannend, das zu verfolgen. Jetzt ist es für dich auch gleichzeitig mit Glück? Oder ja, total, ja. Zufriedenheit, ja. Also ich glaube, so Autonomie zu haben im Leben, also zuerst mal gesund zu sein, sack wichtig, das ist Nummer eins. Dann gute Freunde haben, gutes Umfeld haben, gute Familie haben, enorm wichtig. Und wenn man dann noch autonom ist und das darf machen, was man gerne macht, das ist paradiesisch. Und ich will es nicht verklären, Comedy, es gibt enorm viel zu tun. Das ist ein anstrengender Knochenjob. Du gehst auf die Bühne, du hast eine Nulltoleranz. Also wenn du einen Scheiß ablässt, dann ist es peinlich und unangenehm. Und dann hast du wahrscheinlich schnell ein Problem. Aber das geht jetzt schon seit 10 Jahren so. Und ja, ich kann das wirklich kaum glauben. Und gibt es gleich noch einen Moment, weißt du, neben dem riesen Erfolg, den du hast, den du bis jetzt gehabt hast und immer noch weiter hast und ganz sicher auch in Zukunft wirst du haben? Ja, jetzt komm jetzt. Schau jetzt. Gibt es gleich irgendeinen Moment, wo du sagst, dort habe ich müssen beißen? Dort hat der Fabian müssen sagen, ey, jetzt alle ja, Riemen zusammen. Völlig. Also, bist du so in Erinnerung? Während dem Staatsexamen, das ist unglaublich hart, oder? Wenn du eigentlich ein Jahr an Prüfung vorbereitet bist, nebenan spielst Shows und dann hat es noch Fußball-WM, wo man auch noch ein bisschen eingebunden sein darf. Beispielsweise, indem man einfach zu Gast ist in einer Fernsehsendung und seinen Käse dazu gibt. Oder auf der anderen Seite auch beim Schreiben von einem Programm, was ein sehr aufwendiger Prozess ist. Und ich will im Publikum auch ein bisschen etwas bieten. Also ich will nicht einfach billige Playbacks laufen lassen oder auf vorproduzierte Sachen zurückgreifen, sondern ich finde, das Publikum hat das Anrecht, einen zu erleben, der auch Risiken eingeht auf der Bühne. Weil ich glaube, das macht es auch aus. Und darum bin ich auch entsprechend nervös gewesen während dem Kreieren des Programms und der Premiere und so weiter. Und ich bin überglücklich und erleichtert gewesen, ist es dann gut gekommen. Oder letzten Dezember, nach dem Arosa Humor Festival, dort oben haben wir noch Grippe geholt, mit Fernsehaufzeichnung, bist in einem furztrockenen Zelt. Also, das Zelt hat noch trüchtere Luft, als ein Militärgutzli. Trocken ist, wirklich grässlich. Und dann liest du halt irgendeinen Käfer aus und dann verschleppst und mit denen musst du Shows spielen. Und während der Festtag habe ich zuerst eine Show in Bern, dann eine in Pontresina. Und dann wieder in Bern und am Tag darauf bin ich in die Ferien geflogen und das war sehr viel gewesen. Dort bin ich auf den Stümpel gelaufen und darum bin ich jetzt sehr froh, geht es jetzt in ruhige Festtage rein. Ich freue mich sehr, aber dort habe ich massiv zusammennehmen. Und da freust du dich jetzt auch, die innere Balance zu finden jetzt in diesen Festtagen? Oder gibt es irgendetwas im Alltag, wo du deine innere Balance findest? Ich meine, viel Zeit geplant zum Lesen. Also ich freue mich an Lesen ist das mit den Büchern, das machen ja viele, wissen ja gar nicht, was es ist. Und ich finde es cool, einfach mal anzulegen, sei es aufs Sofa oder aufs Nest und zu lesen. Oder auch mal banal Fernsehen schauen, in den Tag reinhängen. Normalerweise mache ich noch recht viel Wintersport. Nachdem ich aber im Winter mal so viele I&S-Lager geleitet bin, dass ich fast ein Lightout hatte, finde ich das jetzt völlig. Also weißt du, jetzt ist es total okay auf die Halbtageskarte. Du kannst irgendwie auf eins rauf, bist einmal runtergefahren und denkst, oh nein, jetzt noch mal rauf, es ist sehr anstrengend. Wir gehen nicht beide. So. Aber die ruhige Kugel, auf das freue ich mich enorm. Und ein gelungener Feierabend bei dir, wie sieht der aus? Der sieht ein gelungener Feierabend. Also ich hatte einen Kochkomplex, den ich jetzt ein bisschen am Abbauen bin. Ich koche jetzt tatsächlich gern. Und ein gelungener Feierabend sieht so aus, wenn mir das Menü geglückt ist. Und das finde ich sehr cool. Beispielsweise so italienische Menü finde ich lässig. Ich habe einen guten Freund von mir, der Limoncello liebt, kürzlich einen Limoncello selber gemacht. Und dass das gut rausgekommen ist, das hat mich überglücklich gemacht. Ah, da kommt jetzt ein bisschen der Lebensmitteltechnologe für. Genau. Du hast ja das auch noch studiert. Ja, genau. Gesetzt der Fall, du könntest für den Rest des Lebens nur noch eine bestimmte Sache essen. Ja. Welche Sache wäre das? Es wäre Nutella-Brot am Morgen. Völlig klar. Und am Abend geil. Jeden Tag Fondue. Sehr geil. Und gibt es noch etwas anderes, was du gerne studieren würdest? Also nein, für mich ist der Fall geritzt. Für mich stimmt es total. Also ich würde wahrscheinlich
Wenn etwas Nächstes wird anpacken, dann wäre es Code lernen. Also ich kann ein bisschen Code, aber einfach das vertiefen. Ja. Doktorspiele auf und neben der Bühne in dem Fall. Was möchtest du den Zuhörern, die jetzt hier reingelauscht haben, in unser Gespräch noch auf den Weg geben? Wenn ihr euch überlegt, soll ich das noch umsetzen, was ich gerne würde, oder nein, es kann noch scheitern, unbedingt anpacken. Der mir jetzt hier Fragen stellt vis-à-vis, Gianfranco, macht es genau so. Und ich habe irgendwann auch tatsächlich den Mut aufgebracht, das zu machen. Packt eure Träume an, versucht die umzusetzen. Es gibt nichts Dümmes, glaube ich, als wenn du mit 60, 70, 80, 90 aufs Leben zurückschaust und findest, fuck, das hätte ich gerne noch gemacht. Ihr könnt es und macht es. Wir zwei drücken zumindest schon mal den Daumen. Hey, herzlichen Dank, Fabian. Schau, als Präsent habe ich dir da noch etwas mitgebracht. Nein, so lässig. Ravioli aus dem Aldi. Aber nicht alle vor der Show. Nein, du bist aber reisig. Also, nein, eine riesige Kiste. Lindor, du bist ein riesiger Schatz. Merci vielmals. Ja, sehr gern geschehen. Ich sehe eine grosse Tüte Lindor-Kugel. Und obwohl mein lieber Techniker, der Mike, heute seinen 40. feiert, werde ich die trotzdem selber mitnehmen, weil für den Mike haben wir etwas anderes Wunderbares noch vorbereitet. Und du hast sie verdient. Herzlichen Dank, Fabian. Danke vielmals, Gianfranco. Geil, ich danke vielmals. Super, merci. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Liebe Leute, mit der heutigen Ausgabe von Salis trifft Fabian Unterecker ist die 7. Folge und somit auch die letzte Folge in diesem Jahr abgedreht, aufgenommen und verewigt auf iTunes. Und ich möchte euch an dieser Stelle Danke sagen, dass ihr mir immer wieder Zeit geschenkt habt, um da reinzulauschen. Und wenn ihr in diesen Tagen zwischen den Jahren oder mal neben dem Essen, neben dem Festtag einmal Zeit habt, um vorbeischauen und die ein oder andere Folge noch gar noch nicht gehört habt, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr dort reinhören würdet und mir noch könntet kurz einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr es gefunden habt. Dann macht ihr mir gerade noch ein Weihnachtsgeschenkchen. Und ich freue mich mega aufs nächste Jahr, weil es wartet schon wieder einige spannende Gäste auf euch. Ihr könnt gespannt sein und ich bin auf jeden Fall und freue mich drauf. Und wünsche euch jetzt, euch allen da draussen, ganz eine schöne Zeit. Hebt euch Sorge. Ciao zusammen.